geht es Ihnen eigentlich? Hast du? Es kostet nichts, ein gutes Bierenmüsli zu machen. Und gleich wird es verschissen gemacht. Warum? Weil sie dir die Welt nehmen. Sehr gut gefallen. Es war wirklich sehr spannender, dramatischer Film mit vielen Wendungen und sehr positiv überrascht. Ich würde ihn definitiv weiterempfehlen. Es ist eine Schweizer Produktion und ich finde es sehr gelungen, eine gute Umsetzung. Sehr interessant gewesen. Es hat alles dabei gehabt. Es war wirklich sehr spannend gewesen. Ein bisschen Drama, ab und zu ein bisschen lustig. Es ist wirklich ein cooler Film, ja. Fasnacht ist vorbei, meine Herren. Adieu. Es geht um den Walter Stürm. Das war der grosse Schweizer Ausbrecherkönig. Achtmal aus grossem Sicherheitsgefängnis ausgebrochen. Ein Phänomen, fast weltweit ein Phänomen. Wir haben eine Verfilmung gemacht über sein Leben und seine Beziehung zu seiner Anwältin Barbara Hug, die eine der grössten Kämpferinnen war für die Rechte von Minderheiten in der Schweiz und sehr viel bewegt hat. Auf der einen Seite ist es eine Figur, die, ich würde sagen, niemand wirklich fassen kann. Niemand wirklich bis heute wirklich kann sagen, ich kenne oder ich habe ihn gekannt. Was mir als Schauspieler natürlich eine gewisse Freiheit gibt. Es ist ein vielgesichtiger, triebender, soziopathisch angehauchter Charmeur. Die Geschichte spielt in den 80er Jahren, wir sind in den 90er Jahren rein. Wieso ist es vielleicht heute noch spannend oder wieso ist es auch für heutige, jüngere Generationen noch eine relevante Geschichte? Ich glaube vor allem, weil die Thematik ist Freiheit. Es geht sehr um Freiheit und ich glaube, gerade in unserer Corona-geschwängerten Zeit ist das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also die beiden arbeiten sich ab an Gefangenschaft. Also er ist gefangen, meistens in der Isolationshaft und vom Staat. Sie ist gefangen in ihrem Körper, sie ist behindert und ist an Krücken. Und ich glaube, es geht wirklich um das Thema Freiheit. Ich bin 1990 geboren, ich würde sagen, die meisten kennen den Stürm nicht, aus meiner Generation und jünger. Es ist eine Geschichte, die man sollte kennen, wenn man in diesem Land lebt, auch wenn man nicht in diesem Land lebt, aber vor allem, wenn man hier lebt. Und ich denke, das Thema Freiheit ist heute wieder eine Frage, die sehr gross ist. Und ein grosses Thema ist in unserer Gesellschaft. Ohne da jetzt gross zu moralisieren, aber wir setzen uns gerade wieder sehr bewusst mit dem Gedanken, was heisst frei sein. Heisst das, ich darf nicht aus der Wohnung und bin aber in meiner Wohnung, oder heisst das, und so weiter und so fort. Wisst ihr, was für mich frei ist? Frei ist, wenn du es einfach machst. Mit Herz gehörst du rasen. Das gibt es nicht in der Theorie. Da muss man leben. Ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Es war von dem her sehr spannend, dass wir zuerst ein bisschen die Einblicke sehen können. Die Historie dahinter, hinter dem Film, hinter dem Walter Stürm. Der Oli Reiss, der Regisseur, war da. Wir haben kurz mit dem Hauptdarsteller geredet, mit dem Joel Bassmann. Und er hat so kleine Gedanken und Einblicke gesehen und er hat die Umsetzung da bekommen. Das ist sehr interessant. Aber der hat noch schnell einen kurzen Schwatz gehabt. Was hat er, über was hat er geredet? Ja, über zwei, drei Szenen, dass es ein Double braucht, dass die Szenen mit den Autos sehr schwierig waren oder aufwendig zum Drehen. Ja, sehr interessant gewesen. Dann konnte ich auch mal ein paar Sachen fragen. Ja, bist du verletzt? Was heisst das? Aufbau? Blau. Ich hätte eigentlich gerne noch ein paar andere Fragen gestellt. Von wegen, wie ist es, wenn du in einer vollen Hütte spielst und ein Goal schiessest? Oder wenn du das Goal nicht schiessest? Also wenn du einen Fehlschuss machst, wo hätte es reingehen? Ja, ich denke, es sind zwei Extremwelten, die aufeinandertreffen und viele Fragen haben. Aber noch ein spannender Austausch. Extrem, extrem. Ja, es war cool, mal eben so ein bisschen mehr zu erfahren, wie das so abläuft. Cool war, um den Austausch mal zu haben, um zu sehen, was das alles braucht, um den Film schlussendlich zu machen. Und ich glaube, für die Schweiz ist es wirklich ein super Film, könnte sehr viele Leute erreichen und ist wirklich auch spannend und empfehlenswert. Ja. Natürlich hoffe ich weiterhin, dass das Kino einfach die Kraft behaltet und die Leute wieder merken, hey, nur Netflix schauen ersetzt nicht den Gang ins Kino. Es ist einfach attraktiver, spannender. Man sitzt mit Leuten im Kino und man erlebt etwas miteinander. Es ist eine andere Welt und das haben die Leute ein bisschen vergessen. Und ich hoffe, die Leute checken das wieder und werden ins Kino gehen. Die wollen dich da reinbrechen. Ja, das kann sein. Aber meine Würde haben sie mir nicht genommen.